bleiben und sie heilen. Ja, einen wunderschönen guten Tag. Wir sind zurück bei The Order 1886. Ja, wir sind in diesem tollen Raum. Irgendwas mit Tafelrunde, König Arthur. Ihr kennt die ganze Sippe. Ne? Alle haben sie euch erzählt. Ja, wir gucken mal, wie es weitergeht. Wir haben unseren ersten Werwölfe erlegt. Sehr, sehr cool gemacht, fand ich. Bisschen verwirrend teilweise mit den Quicktime-Events, aber naja. Oder weil das sehr schnell ging, das Zielen. Ich habe ja einmal gefailt. Zeit darum. Ja. Ich habe etwas Dringenderes zu tun. Das stimmt wohl. Wie sie wird. Wie viele von uns machen die Reise nach Amerika? Keiner. Lord Barrett, Lord Darwin und ich selbst. Ich habe viel Gutes über die Agamemnon gehört, Lord Hastings. Sie ist das Beste, das die Vereintes Indien Company je gebaut hat. Ich verspreche eine angenehme und schnelle Reise über den Atlantik. Sehr schön. Dürfen wir beim Start mit Ihnen rechnen, Sir Lucan? Ja, vielleicht. Es wäre mir eine Ehre, Ihren Jungfernflug zu sehen, meine Lords. Sehr. Ja, können wir nicht da? Wenn Sie erlauben, meine Lords. Natürlich, Sir. Besser, der Opa. Alistair, du weißt so gut wie ich, dass Whitechapel der Schlüssel für diese Unruhen ist. Für alles. Meine Meinung ist bedeutungslos. Der Rat hat gesprochen. Hm. Wenige haben sich den Wünschen deines Vaters widersetzt. Muss ich dich erinnern, dass wir alle dem Lordkanzler zu Diensten sind. Das du stimmt. Bist der Ritterkommandant. Ja, solltest du wissen. Bring ihn zur Vernunft. Das stimmt. Hältst du das Eindringen in eine Rebellenfestung für vernünftig? Es gibt bessere Sachen. Ein akzeptables Risiko. Eines, für das du bereit wärst, die Verantwortung zu tragen, wenn unvorhersehbare Umstände eintreten? Alles, was uns zustößt, verantworte ich niemand sonst. Aha, niemand sonst. Sonst ist es auch. Bleibt unangetastet. Zumindest offiziell. Vielen Dank, Sir Lucan. Deinen Dank brauche ich nicht. Bring mir Ergebnisse. Aha, Sir, Ergebnisse und die. Ja, Ritterkommandant. Was auch mal, ja, das ist ein Ritterkommandant. Und wir gehen rein. Ausgezeichnet. I'm going in. Wann geht's los? Jetzt. Es geht doch nicht um Whitechapel. Mein Bruder hat uns einen Aufklärungseinsatz zugestanden. Sichert das erforderliche Material. Isabeau, auf ein Wort. Auf ein Wort? Sagen Sie, Monsieur, der Lordkanzler. Was gibt's, Marquis? Sir Lucan und Lady Ygraine wurden von ihm adoptiert. Das stimmt. Mhm. Wieso bringt er sie derart in Bedrängnis? Weil er ein kleinerer ist. Vielleicht, um sich den Anschein der Menschlichkeit zu geben, die er verloren hat. Oh. Als sie dem Orden beitreten sollten, hatten sie die Wahl. Und trotzdem. Meine Kinder sollten so ein Leben nicht führen. Oh, oui. Okay, beeilen wir uns. Oui, mon général. Avec plaisir. Monsieur. Franzose mit Kindern. Freund Stop. Mallory hatte immer schon seine eigenen Methoden. Ich kenne keinen besseren Mann. Trotzdem, ich verlasse mich auf deinen mäßigen Instinkt. Einfluss. Ah. Sebastian und ich waren lange Partner. Das stimmt. Ich vertraue ihm blind. Mm. Ein wenig Zurückhaltung könnte nicht schaden. Das stimmt auch. Ja. Pass auf meine Schwester auf. Nein. Bitte. Niemand im Empire kann Isabeau schützen, wenn sie sich was in den Kopf setzt. Das ist wahr. Was soll ein Bruder tun? Hm? Viel Glück und viel Erfolg. Ja, viel Glück und viel Erfolg. Stets zu Ihren Diensten, Sir Galahad. Ah, das stimmt. Folge Tesla. Ah, der Tesla. Wie gerufen. Ego. Es ist wohl der hier, der Tesla, Nikolai Tesla. So. Folgen wir dem Ganzen. Nikola Tesla, wenn ihr nicht kennt, einfach mal bei Wikipedia eingeben. Welche Entwicklung haben Sie für mich? Ein paar faszinierende Dinge, wenn ich sagen darf. Oh. Dann kann man noch. Machen wir. Oh, zu und fahren in den Keller. Gibt's was Neues zu dem Ärger auf dem Grosvenor Square? Nein. Die Polizei ermittelt. Ah. Und ermittelt. Und ermittelt. Lucana, vor der Haustür des Feindes Indian Company. Was halten Sie davon? Mayfair ist nicht mehr das, was es mal war. Ja, wehren wir. Keine Fahrstuhlmusik. Erlauben Sie mir, ein paar meiner Experimente zu überprüfen. Oh, schauen Sie sich um. Sehen Sie sich ruhig alles genau an. Aber vorsichtig. Vorsichtig. So, dann können wir mal gucken hier, was er so hat. Das ist so ein bisschen wie Q von James Bond. Wenn man hier so guckt. Halten Sie L2 gedrückt. Um Reflexe zu erkennen. Aha.
Mal gucken hier. Ob hier irgendwas Cooles ist. Da ist doch was. Auf dem Tisch. Ist echt doch was. Was haben wir hier? Ein Zettel. Nicola. Was ist das? Wie geht es Ihrem Freund Edison denn so? Ah. Thomas und ich reden nicht miteinander. Der Mann ist ein Idiot. Ah. May the best man win. Ja, wir wissen ja, wer gewonnen hat. Thomas Edison. Er hat die tolle Glühbirne nicht erfunden, sondern revolutioniert. Das habe ich neulich gelernt. Ich hoffe, das stimmt jetzt, wenn ich mit meinem gefährlichen Halbwissen hier, ja, lächerlich. Aber ich meine, es ist so. Guckt bei Wikipedia nach, aber glaubt nicht Wikipedia. Denn da kann ja jeder, der beschreiben, was er möchte. So, was haben wir hier? Ballermann? Nein. Ziemlich Telefon? Kaum zu glauben, dass wir diese Kommunikatoren mal benutzt haben. Das sieht aus wie ein iPhone, ne? Stimmt der gleiche Müll, doch? Haters oder Hate, so. Mal hier. Oh, wieder so ein Scheiß. Ich habe schon wieder nicht auf die Uhr geguckt, das ärgert mich. Aber egal. Kein hier hin. Dann geht die Aufnahme vielleicht nicht so. Hier ist auch jetzt bestimmt mal eine Shooting Range. So. Dass man nicht schnell laufen kann, das ist ein bisschen nervig, weil... Das war sehr authentisch gemacht, aber naja. Hier noch ein Zettelchen. Was ist das denn? Hm. Ich verstehe kein Wort. Ich auch. Aber vielleicht nur, weil ich die Handschrift nicht lesen kann. Mal hier. Das ist schlauer und... Ah, hat der kleine Hure beschriftet. Oh. Kann man das sagen auf YouTube? Also, egal. Es ist hier so. So, wen haben wir hier? Hallo. Hallo? Machen Sie weiter. An Ihrer Turbine oder was auch immer. Muss ich jetzt hier ernsthaft an? Ja. Hallo, kleiner Junge. Ja. Bitte, hier entlang. Ja, ich bin doch schon hier. Wie ist das? Das hier könnte Sie interessieren. In diesem Gerät können Sie Edisons ineffizienten Gleichstrom in meinen überlegenen Wechselstrom umwandeln. Oh. Der Gerät. Riecht praktisch zum Überladen und Ausschalten bestimmter elektrischer Systeme. Ah, der Gerät kann... Muss ich das jetzt hier die ganze Zeit angucken? Ja. Nee. Eigentlich nur ein Vakuumröhren, gleiche Richter mit ein paar Messingklemmen, um das Design zu verbessern. Oh, natürlich. Und ein Tragekoffer aus Leder. Ah, Leder. In jeder Röhre ist eine kleine Menge Quecksilber. Das ist überhaupt nicht... Sobald es darin richtig ausgerichtet ist, ist das Gerät einsatzfähig. Versuchen Sie es. Okay. Dran. Da dran. Schon startet der Trabi. Ah, jetzt muss ich hier Ping-Pong spielen oder was? Ah. Oh. Ich muss jetzt die ganze Zeit hier rumspielen. Ich könnte auch lesen, was da steht, aber ich mach's. Das Quecksilber oszilliert mit dem Strom. Ja, wer lesen kann, ne? Sie erstaunen mich immer wieder, Nicola. Ich hätte gerne Ihre Meinung zu meiner neuesten Erfindung. Oh, was da ist? Kleiner Mann mit dummer Haarfrisur. Eine Mütze auf. Ah, Schnieper. Scharfschützenkarabiner SX-84. 84, hier, bäm, 84. Ihr wisst Bescheid. Sie hatte nie mein Auge für Handwerk. Ich habe ihn mit einem Teleskop wie Sie ausgerüstet. Du kannst ja schießen, ein Loch in den Mond. Ich wäre geehrt, wenn Sie ihn testen würden. Mit Vergnügen. Jetzt geht's ab. Jetzt kommt der Baller. Ja, kann man über so gehen. Das ist eine Knarre, ne? Wir werden das Rad nicht neu erfinden. Oh, hier so müssen wir machen. So. Ja. Hier ist ein bisschen... Ja, okay. Man muss immer in alle Richtungen gucken und dann kann man erst das drücken. Ja, geht der Ballermann rein. Oh. Jetzt. Vielleicht muss etwas kalibriert werden. Ah, hier. So geht er ab. Ins Schwarze oder ins Rote. Ihr wisst, was ich meine, ne? Ihr Können erstaunt mich immer wieder. Ja, ich auch. Jeden Morgen, wenn ich aufstehe, in den Spiegel gucke.
Oh, ja, wie oft denn noch? Gut ausbalanciert. So geht ab. Ein Schalldämpfer würde ihn perfekt machen. Ich kümmere mich sofort darum. Oh, einer dumme Junge. Hast du vergessen? Meine anderen Kinder kennenlernen? Verlockendes Angebot. Aber ich muss zurück zu den anderen. Natürlich. Das stimmt. Oh, das Monokula, das General Lafayette bestellt hat, liegt dort drüben auf dem Tisch. Hm, einer Junge. Er wird es bekommen. Ja, ja. Ja, ziemlich cool. Wir gehen paarweise vor. Isabeau, du nimmst dir mit Lafayette die High Street von Süden vor. Galahad und ich kommen von Norden. Wieso geht der Franzose nicht mit Galahad? Mademoiselle misstraut meinen Absichten. Ich verspreche, die ritterliche Öffentlichkeit stets zu wahren. Oh, oui, ein kleiner Charmeur. Mehr Erfahrung, der mir den Rücken frei hält. Ich dachte, du brauchst keinen Aufpasser. Na gut. Sie gehen mit Galahad. Mademoiselle erlaubt mir vielleicht eines Tages mein Können zu zeigen. Eines Tages. Denkt dran, wir betreten das Gebiet der Rebellen. Denen wird unser Eindringen in Whitechapel nicht recht sein. Nach unserer Entdeckung in Mayfair sollte das Royal Hospital unser Ziel sein. Seltsam, dass die Lykaner ihr Unterschlupf finden, nicht wahr, Monsieur? Glaubst du wirklich, dass die Rebellen mit den Halbblütern kollaborieren? Der Lord Kanzler ist davon überzeugt. Ich habe meine Zweifel. Vertrauen Sie irgendwem, mon General? Nimm niemals hin. Stell immer Fragen. Mein Motto seit Jahrhunderten. Was hier los hat. Es ist echt schwer aufzunehmen, das Ganze, weil man will Passt ja den Spielfluss nicht kaputt machen. Kein leichter Gang. Geljua. Ui. Ein Jahr Französisch und ich habe keine Ahnung. Taschendieben, Kollaborateuren und Zuhältern. Mittel 3. Ungerecht. Früher war das einmal ganz anders. Na, stimmt. So, früher war das ganz anders. Wer lange unentdeckt zum Krankenhaus. Ah, stand eine Kapelle. Ja, da hat er recht. Ja, auch das war es. War sogar vor meiner Zeit. Die Stadtmauern standen noch nicht. Ah. Tja, man kann Whitechapel riechen, bevor man es sieht. Das stimmt. So, und was wir auch riechen können, ist das Ende dieses Videos. Hinausgesehen, bedanke ich mich natürlich fürs Zusehen. Ich hoffe, der kleine Nikola Tesla hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ja, wir werden jetzt eine Ballermänner testen. Ich kann noch keine Waffe ziehen, also wird hier noch keine Action sein. Das ist ziemlich vorhersehbar bei dem Spiel, aber man sollte trotzdem alle Hände am Controller behalten. Ja, in diesem Sinne, ich sage vielen, vielen Dank fürs Zusehen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt The Order 1886 hier auf meinem Kanal. Vielen Dank, ciao.